Wer ist mein Überraschungsgast? Eine dieser Folgen, wo du überhaupt nicht weißt, wen wir eingeladen haben. Ich bin so gespannt. Und gleichzeitig auch besorgt, weil ich Angst habe, dass ich die Person, ich habe es schon einmal gesagt, in einer anderen Folge nicht kenne. Das ist total lustig. Pierre ist mir so vertraut, dass ich nicht mal weiß, ob wir uns in echt begegnet sind auf irgendeiner Veranstaltung oder so. Es ist auch gar nicht so weit, denn wir sind ja hier mitten auf dem Kiez. Auf dem Kiez oder auf der Reeperbahn. Das geht schon beides? Ja, okay, ja, geht beides. So, oder auf der Reeperbahn, das kann man beides sagen. Ja. Was für eine Person könntest du hier treffen? Vor allem, wenn ich dir den Hinweis gebe, dass diese Person hier einen Club hat. Die Person hat hier einen Club? Zusammen mit Freunden. Ich glaube, er denkt, er trifft irgendwie eine alte Kiezgröße. Olivia Jones. Ich bereite gerade einen Workshop vor. Zum Thema Kuddelmuddel. Kuddelmuddel. Impro-Theater. Nennt mir ein Wort. Kuddelmuddel. Das ist ein Diversity-Workshop. Da kommen Leute hin und ich mache den Menschen Lust auf Vielfalt. Und Plattdeutsch ist unsere Sprache hier im Norden. Deswegen finde ich Kuddelmuddel passt besser. Was ist das denn für ein Kuddelmuddel? Und wenn ich zu den Menschen sage Kuddelmuddel. Ein Kuddelmuddel. Zaubert ein leichtes Grinsen ins Gesicht. Sag mal dreimal Kuddelmuddel. Kuddelmuddel, Kuddelmuddel, Kuddelmuddel. Sagt ihr alle mal zu Hause Kuddelmuddel? Ich kann mir vorstellen, dass Pierre ganz andere Gedanken dabei hat. Wenn wir Reeperbahn sagen und Kuddelmuddel, dann denkt er bestimmt an, wie man Kuddelmuddel macht. Gangbang oder Gruppensex. Das ist doch so ein Kuddelmuddel. Generell hat die Person, die wir heute treffen, eine große Liebe zum Plattdeutschen. Kurz nachdem er aus Äthiopien hier hinkam, hat er diese Liebe zum Plattdeutschen entwickelt. Ich habe die Liebe zum platten Witz. Ist der Kollege vielleicht in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramm tätig? Sendungen und Reportagen mit Titeln wie Treckerfahrer dürfen das, Duell auf dem Marktplatz, oh ja, Sex lieben. Ja. Hat die prominente Person nicht allzu viel Haupthaar aufzuweisen? Da habe ich nicht drauf geachtet. Das war Äußerlichkeiten. So was siehst du nicht, das stimmt, ja. Ja. Und der Club heißt lustigerweise nicht wie er, sondern Uwe. Uwe Reepermann. Es ist Jared die Baba, ich bin mir sehr sicher. Also wenn, dann wäre ich überrascht. Ziehen. Nee, gar nicht. Ja, da. So. Ich hab's gewusst. Drei Tipps und sofort wusste ich, dass du es bist. Bist du auf der Gästeliste? Natürlich nicht. Ich kann auch mit den Schuhen wahrscheinlich nicht rein. Stempel, irgendwas dabei? Stempel. Herzlich willkommen. Das wäre eine große Freude. Wie schön. Oh, schnell ins Warme, ins Trockene. Ja, komm rein hier. Das ist ganz... Hier ist kuschelig warm. Ich habe gar nicht lange gebraucht. Nein, ehrlich jetzt? Weil ich alles kenne, was der Flo aufgezählt hat. Nur dieses Kuddelmuddel, das verstehe ich nicht. Ja, da kommst du noch hinter. Das ist Uwe, guck dich um. Willkommen bei Uwe. Und das sieht jetzt aber nach Stuhlkreistherapie. So ein bisschen, ja, genau. Das ist Kuddelmuddel. Was heißt Kuddelmuddel? Ich war gerade dabei, ich mache einen Diversity-Workshop. Ach. Weil wir hier oben sprechen mit Plattdeutsch, deswegen habe ich es Kuddelmuddel genannt. Durcheinander. Richtig. So. Ja. Was aber ist das? Das musst du mit einem anderen Gesichtsausdruck sagen. Wie? Durcheinander. Ich bin ganz Kuddelmuddel. Ja. Ja, aber wir sind ja ein Durcheinander. Also wir tun ja mal so, als wären wir immer eine homogene Masse. Aber wenn wir genau hingucken, sind wir ja immer unterschiedlich. Das war schon immer ein Durcheinander. Ja. Also Männer, Frauen, jung und alt, arm und reich, blond und gar nichts und so weiter. Weißt du, so wie das, also ja. Wir sind. Aber jetzt verändert sich die Gesellschaft und jetzt müssen wir lernen, damit auch umzugehen. Und das haben wir ja jetzt nicht so natürlich drauf. Einige ja, aber die meisten nicht. Und das versuche ich den Menschen zu vermitteln und sagen, ey, entspannt euch, ist ja alles nicht so schlimm. Und jetzt gerade in dieser Zeit, wo alles so auseinanderdriftet und Menschen sich dahinter verschanzen, wie anders und was uns unterscheidet und was uns trennt, bin ich ein Freund davon zu sagen, ey, du bist anders als ich und trotzdem können wir irgendwie ein Bierchen zusammen trinken gehen und nette Zeit haben. Und lass uns erstmal darüber reden, welche Gemeinsamkeiten wir haben. Ja, ne? Nicht genau. Nur, was uns sozusagen voneinander trennt. Ja.
Darf ich dir deine Jacke abnehmen? Sehr gerne, wenn ich sie wiederbekomme. Ich lege das hier rüber. Hältst du das mal kurz? Du bist ja vom Fach. Natürlich. Dann würde ich das auch mal ausziehen. So. Dann klippe ich dir das ran. Langsam. Drinnen brauchen wir den Puschel eigentlich gar nicht. Sollen wir den Puschel wegmachen? Ja, aber das ist jetzt. Oder findest du, ist es noch zu früh? Ich glaube, die Zuschauer sind irritiert, wenn der Puschel weg ist. Vorhin hat er doch noch einen Puschel gehabt. Die haben das geschnitten. Darf ich ganz unverschämt fragen, wie alt du bist? Ja, 54. Nein! Ja, und du? Ich sehe viel älter aus. Nein, ich bin 47. Was ist dein Geheimnis? Ja, die Haare ab. Das macht schon viel aus. Nee, die sind mir ausgefallen tatsächlich. Relativ früh sind mir schon ein paar Haare weggegangen. Habe ich gedacht, komm. Ja, dir steht das aber sehr gut, weil du so eine schöne Kopfform hast. Weg mit dem Rotz. Ja, das. Aber du hast schöne Haare. Danke. Also, mir fallen ständig neidisch welche aus. Vielleicht. Ehrlich jetzt? Ja? Du kannst dir später ein bisschen was vom Kord pflücken, wenn du willst. Ja, das mache ich. Das jetzt laut auf die Gefallen, dass wir zwischendurch mal Word machen, aber das ist egal, ne? Wir sind ja auf dem Kiez. Ziemlich leise bisher noch. Ja. Ich bin und du bist! Stimmt, das ist sehr laut. Ja, sag ich Entschuldigung, doch. Was ist das denn? Sag ich doch. Bist du nicht beim NDR auch irgendwie angestellt oder so? Oder bist du komplett frei? Nein, ich bin freier Mitarbeiter beim Norddeutschen Rundfunk, aber das ist schon meine Fernsehheimat. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Tuhus. Das ist ein Ding bei dir, dieses Plattdeutsch. Du hast auch eine Sendung gemacht dazu, ne? Ja, die Welt ob Platt. Also ich mache noch eine Radiosendung ob Plattdeutsch. Der heißt Plattschnack-Muckel. Und bist du so richtig sozialisiert mit dem Plattdeutsch? Also dass du aufgewachsen bist, wo alle so sprechen und es gar nicht anders können? Oder hast du dir das aus Liebe zur Sprache erstmal erlernt? Beides. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und das ist die Dorfsprache zwischen Bremen und Oldenburg. Aber so richtig Land, also auf dem richtig Dorf. 800 Menschen. Und da war ich im Plattdeutschen Kinderchor. Hab alles so mitgemacht, was man so mitmacht, wenn man ein Kind ist, um dabei zu sein. Und dabei habe ich Plattdeutsch gelernt. Und es ist ja auch immer ein Zeichen von der Liebe zur Sprache. Der Liebe zur Sprache und der Liebe zur Heimat vor allem. Ja. Also für mich ist das eine Form von Heimat. Ich finde, wenn Menschen Mundart sprechen, dann ist es so eine Verbundenheit ja auch mit der Heimat. Und das ist total egal, in welche Ecke. Aber das ist dann so was Typisches. Dann hast du das Gefühl, ah, die sind mit ihrer Heimat irgendwie doch verwurzelt. Wann bist du weg von Äthiopien? Mit 10, mit 9,5. Ah, okay. Wie war das dann? Wie wird man dann aufgenommen? War das schon dann das kleine Dorf? Das war das kleine Dorf. Also meine Eltern hatten schon sehr früh eine Verbindung zu Deutschland. Die waren in Oromia, in meiner Heimat. Die Oromos, das größte Volk in Äthiopien im Süden, und da komme ich her, da waren die schon auf der Missionsschule. Und die Hermannsburger Mission, die ist in der Lüneburger Heide, Hermannsburg. Das heißt, es gab schon eine Verbindung zu Deutschland. Zu Norddeutschland. Zu Norddeutschland vor allem. Und die sind dann in den 60er Jahren hier in den Norden gekommen. Deswegen war das für uns jetzt nicht so fremd und wir sind relativ schnell reingekommen. Also guck mal, das ist hier der Spielbudenplatz. Elite. Und das Schöne ist, du kriegst die Tür nicht auf. Die Tür geht nicht. Ich krieg die Tür nicht auf. Das ist ein bisschen kalt. Komm mal, geh vor. Ja, vielen Dank. Boah, viel zu kalt. Ja, wir können ganz kurz rüber gucken. Das ist richtig gut. Ja. Ich war hier in der Nähe auch mal in einem Hotel und da war ich auch zur Corona-Zeit und wir waren, glaube ich, die Einzigen in diesem Hotel und ich checke da ein, sitze in meinem Hotelzimmer, esse meinen veganen Fleischsalat. Damals hatten ja die Restaurants auch zu. Ja. Und ich werde nie vergessen und schaue mich da so um und denke, was liegt denn da? Und dann lag da eine Viagra auf dem Boden. Und ich weiß bis heute nicht, war das ein Geschenk für mich oder eine Einladung? Und? Vormieter? Erstmal rein damit, ne? Ja. Ja. Doch, du wusstest aber nicht, wo rein. Achso. Okay. Weißt du, wie die Viagra von innen aussieht? Nicht? Nimmst auch mal eine ganze, was? Alter Gag. Okay. Sorry. Sehr schlecht, tut mir leid. Das macht diese Gegend. Aber weißt du, was impotent auf Plattdeutsch heißt? Was denn? Klötenlahm. Was ist dein Lieblingsplattdeutsches Wort? Ja, ich hatte eine Zeit lang mal so Bregenklöterich. Das ist so, das Bregen ist das Gehirn. Vom Brain, Bregen. Bregenklöterich, wenn du so ein bisschen durcheinander bist im Kopf. Das gefällt mir gut, weil mein liebstes badisches Wort ist Labedudel. Ja. Klingt wie Kuddelmuddel. Ja. Ein Labedudel. Labedudel. Ist im Grunde jemand, zu dem ihr Bregenklöterich. Klöderich. Ja. Bregenklöterich sagt. Das ist quasi das Pendant dazu. Ja. So, und dann gibt es Lüde, sagt dann zu mir, Mensch, Jared, schnack nicht so viel Plattdeutsch, das kann kein Mensch verstauen.
Und dann sage ich, nee, da könnt ihr mich verstauen. Ja. Ich wäre mit Plattdeutsch in Köln, in Fränkische, ich wäre in Bayern, in München, überall und die Leute können mich verstauen. Ja. Also. Während der Bayer hier mit seinem Rotzen, Dülzen, Brotzen, Furzen, Dülzen überhaupt nicht verstanden wird. Oder? Ist das so? Entschuldigung, keine Offense, no offense an die Bayern. Auch ein schönes Bundesland. So, aber halt Bayern. Weil du von der Heimat so positiv und so oft gesprochen hast, ich weiß das oft gar nicht so zu definieren, was das ist. Also ich verstehe das Gefühl irgendwie, aber ich kann mich auch in Portugal am Strand sitzen irgendwie zu Hause fühlen und habe gar nicht so das Gefühl, meine Heimat zu fühlen. Verstehst du, was ich meine? Ja, du kannst dir das aussuchen. Ich konnte mir das nicht aussuchen. Ja. Ich bin ja vertrieben worden durch den Krieg. Ja. Zweimal. Das heißt, aber das war deine Heimat? Das war meine, ist immer noch meine Heimat. Ich bin mit meiner Heimat verbunden emotional. Aber für mich ist das wichtig, irgendwo zu Hause zu sein. Verstehe. Und deswegen fühle ich mich jetzt hier im Norden zu Hause. Und gesagt, okay, ich mache den Norden jetzt zu meiner Heimat. Aber dann irgendwann war ich in der Heimat mit Anfang 20, nach 15 Jahren. Und habe gesehen, ah, ist auch meine Heimat. Und dann, als ich das, also sozusagen dieser Hunger, dieser Durst gestillt wurde und kam ich wieder hierher, dann konnte ich sagen, okay, ich habe jetzt noch eine Heimat dazu bekommen. Wann warst du das letzte Mal in der zweiten Heimat, in der alten Heimat? Weißt 2019. Also, ach, gar nicht, musst du dir vorstellen, in 40 Jahren war ich zweimal da. Das ist krass. Ja. Weil du nicht, weil es sich nicht ergab? Wegen des Bürgerkrieges. Und haben deine Kinder Äthiopien schon gesehen? Also hast du sie nicht. Und wollen die das? Weil das ist doch, ja, klar. Da kommen sie ja auch, klar, sozusagen mit her, wenn der, ja, Papa daherkommt. Oh, da war jetzt die ganzen Jahre immer Bürgerkrieg. Ja. Das ist halt das Problem. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du mit dem Begriff Heimat nicht so viel anfangen kannst, weil es für dich sehr verständlich ist. Ne? Weil es einfach da ist. Du kannst ja immer hin und zurück und damit agieren. Für mich, weil die weg war, ja, weil ich nicht hin konnte, habe ich jetzt hier eine Heimat. Aber trotzdem ist ja die Sehnsucht in die alte Heimat trotzdem da, ne? Die habe ich kennengelernt, Ernie Bert. Auch die da drin stecken und so? Da stecken keine drin, das sind Lebewesen, Ernie Bert. Mann! Aber was ich schön finde ist, komm mal, ich zeig's dir mal ganz kurz. Hier ist Backstage. Ich hatte kurz Hoffnung, dass hier so Weed-Päckchen liegen. Ich hatte wirklich kurz Hoffnung. Und du hast gerade so einen panischen Blick gehabt. Wie sind Familienfeste bei dir? Wir sind verteilt auf der ganzen Welt. Ja. Also ich habe in Kanada, in USA, in England, natürlich hier in Deutschland, in Oromia, also in Äthiopien, Verwandtschaft, wo jeder hat irgendwie so seine Rolle. Diejenigen, die einem früher schon erlaubt haben, auf dem Schoß zu sitzen, während sie Auto fahren und so, also solche Sachen, ja. Stimmt, das hat man früher gemacht. Heute ist es um Gottes Willen. Nein, kannst du nicht bringen. Ich denke auch daran, wenn ich zum Beispiel früher, bin ich bei meinem Vater auf dem Fahrradlenker gesessen. So, und heute sind die Kinder ja, da kannst du ja irgendwie, kannst einen Schrank drauf werfen und die... Passiert gar nichts. Ja, ne? Komplett protected. Ja, absolut. Ja. Mein Vater hätte mich an den Haaren festgehalten. Und ich glaube, ich habe dabei noch geraucht als Zweijähriger. Wir haben früher die Bierreste aus den Flaschen weggesoffen. Indianersaufen, darf man nicht mehr sagen, aber früher nannte man das Indianersaufen. Ja, aber das sind zum Beispiel auch Sachen, was wir im Diversity-Workshop machen, wo wir über Sprache sprechen. Sehr gut. Ne, weil das ja ein absolutes Reizthema ist im Moment. Man kann ja gar nichts mehr sagen. So ein Blödsinn, man kann alles sagen. Man kann alles sagen. Das Wort, was du jetzt eben verwendet hast, kann man einfach drüber diskutieren. Ja. Und wenn wir jetzt nicht wissen, was wir sagen, fragst du die Menschen aus der Region und sagst du, wie dürfen wir euch nennen? Und dann werden die dir schon sagen, wie sie genannt werden wollen. Also wenn wir beiden jetzt hier sitzen und du sagst, Jared, lass das Wort bitte, das ist total scheiße für mich, weil, dann kann ich ja für mich entscheiden, will ich einen netten Abend mit dir haben oder nicht? So. Will ich dir den Rest des Abends auf den Sack gehen? Dann sage ich das natürlich. Ja. Oder möchte ich einen netten Abend mit dir haben, damit du mich, wenn du von Hamburg wieder wegfährst, mich in gute Erinnerung hast? Das kann ich ja entscheiden. Warum beharrt man darauf, in diesem Wissen trotzdem Wörter zu benutzen, die für andere verletzend sind? Das ist mir absolut unverständlich. Früher mussten wir uns keine Gedanken machen über das, was wir sagen. Konnten einfach alles so frei raussagen. Jetzt müssen wir nachdenken. Das ist für einige Menschen nervig und anstrengend. Also ich glaube, dass wir
eh lernen, damit leben zu müssen, dass wir unterschiedlich sind. Unbedingt. Also es gibt ja Menschen, die haben gar keinen Bock, sich so schnell zu verändern. Die können es auch nicht, weil warum? Wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und je älter wir werden, desto weniger Lust und Spaß haben wir daran, uns hier zu verändern. Weil wir denken, es verändert sich schon so viel. Soll ich das auch noch verändern? Das ist es wahrscheinlich. Und das auch noch. Was soll ich denn noch? Ich kann ja gar nichts mehr sagen. Das ist ja alles anstrengend. Jetzt sagst du was, ist auch noch verkehrt. Ja. Und das ist sehr stressig für viele Menschen. Und ich glaube auch, dass die andere Seite, also die Seite, die von sich vielleicht behaupten würde, besonders woke zu sein, auch einen Schritt machen muss. Also zum Beispiel eben nicht sich zu schnell zu empören, sondern auch mal zu sagen, okay, da ist jemand, der hat jetzt vielleicht, der ist jetzt vielleicht 75. Also zum Beispiel das Wort woke kommt aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Ne? Das Danke. Hat also ja. einen ganz anderen Ursprung, sehr gut. Das ist jetzt heute verwendet wird. Genau. Du könntest das jetzt ein paar Mal sagen und ich könnte mich tierisch aufregen, wenn ich denke, der Perl, der will mich den ganzen Abend nerven. Aber ich könnte auch sagen, ich erkläre dir es einmal ganz kurz, wo das herkommt. Du kannst jetzt damit machen, was du willst und dann können wir entspannter damit umgehen. Ist doch völlig egal. Wir machen alle Fehler. Ich auch. Wir sind ja nicht frei von Fehlern, aber wir können ja freundlicher mit den Fehlern umgehen, die wir machen. Ich mit mir, du mit dir, ich mit dir, du mit mir. So, noch ein wichtiges Wort für dich auf Plattdeutsch. Toilette heißt Tante Meier. Wirklich? Ja. Hier waren die Franzosen, französische Besatzung und so weiter. Und da gab es, wo die Waschräume waren, das war das Hauptzelt. Und auf Französisch heißt Hauptzelt Tente Majeure. Tente Majeure, Tente Majeure, in Norddeutschland haben wir es ein bisschen vernuschelt. Tante Meier, Tante Meier, Tante Meier. Zu dir würde ich sagen Schluchtenschieder. Was ist ein Schluchtenschieder? Das ist ein Schluchtenscheißer. Wie kommt es denn bitte dazu? Wer kommt denn auf die Idee? Also die norddeutschen Beleidigungen sind eh alle liebevoll, finde ich. Das genau. Du Döspaddel. Genau. Was heißt das übersetzt? Du Dummkopf. Ich weiß nicht mal, woher das kommt. Weißt du das? Ich habe das schon so oft verwendet. Das ist vom Französischen. Dös, also zwei. Ja. Paddel. Le deux. Son Padel. Ja, genau. Es kommt Typa français, n'est-ce pas? Am Ende kommt alles aus dem Französischen. Typa français? Ah, un peu. Mein Lieblingswort ist beurre. Ouais, le beurre. Le beurre. Le beurre. Weil es klingt so, wie es schmeckt. Le beurre. Le beurre. Ja. Tu veux manger? Mais bien sûr. Oui. Ici, nous avons un restaurant chinois. Hast du Lust? Ja, selbstverständlich habe ich Lust. Essen, ich kann immer essen. Gehen wir jetzt hier die Showtreppe runter. Gerade und nicht gucken und schön den Blick in die Ferne schweifen. Und dann ganz lässig. Mal schön gerade machen. Ist Mann wahr unser Laden? Das ist unser. Ich bleib hier stehen. Man war da noch gar nicht drin, aber jetzt sollten wir mal da reingehen. Ist keine öffentliche Toilette, siehst du jetzt hier, ne? Schade, dann nicht. Moment. Guten Abend. Hallo. Na. Alles klar? Hallöchen. Das ist Peer. Hallo, hallo, hallo. Ja, danke. Macht man das so? Man wird. Bei uns. Bei ihm ja. Ach, guck mal, hier mit so einem Drehtisch, das finde ich toll. Das liebe ich immer. Guck mal, auch der Tisch dreht. Du kannst auch die Kamera einfach hier draufstellen, dann kann man die immer so drehen. Weil unser Kameramann Flo kommt in die Überstunden. Jetzt können wir so mal, ich stelle eine Frage. Ja, und dann drehst du die genau, zu dir. Genau, Jared, was glaubst du, würden wir denn jetzt sinnvollerweise bestellen? Ich würde die kleinen Tellerchen so mit gedämpften Sachen, Dim Sum und so weiter, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen zum Dippen in einer scharfen Soße. Und dann dippen wir ein bisschen mit Stäbchen. Das machen wir. Das ist ein wertvoller Dip von dir. Ja. So, Flo hat jetzt keinen Job mehr. Wir haben so einen Drehding. Dürfen wir schon bestellen? Hi. 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 Wo? 1, 2, 3 und 5. Mhm. Was mit der 4? Was hast du gegen die 4? Hast du schon mal Hühnerfüße gegessen? Ich hoffe nicht. Ja, das können wir heute. Wollen wir das machen? So frittierte Hühnerfüße. Einmal Hühnerfüße. Vielleicht Rindermagen. Rinderfüße? Ein Wein oder Bier oder darf ich heute haben?
Qingdao Bier vielleicht. Ja, irgendwann doch. Fängt er auf Chinesisch zu sprechen. Ja, ja. Wenn das hilft, dann Qingdao würde ich ein Qingdao Bier nehmen, ja. Ah, du bist mutig. Aber die ist sehr scharf. Da bin ich immer vorsichtig. Bisschen langsam. Erstmal ein, zwei Tropfen. Zu spät. Er hat schon die halbe Glas da reingeschüttelt. Das ist nur für ihn. Er isst gerne scharf. Aber das ist doch lebensmüde, was er hier macht. Das ist sehr scharf. Ich dippe mal mit meinem Stäbchen da rein. Das kannst du gerne machen. Ich wäre ganz vorsichtig an deiner Stelle. Komische Sätze, die auf St. Pauli zu sagen, ist komisch. Aber gut. Es ist scharf. Ich glaube, es hat sich gerade ein Loch in meine Zunge gebrannt. Alter, wirklich? Uiuiuiui. Nur aber. Das muss ja gesund sein. Ja. Stehst du vielleicht dann doch ein bisschen auf Schmerzen? In dieser Form ja. Ja? Ja, aber nur in dieser Form. In anderen Zusammenhängen nicht. Mehr als eine Kissenschlacht geht nicht. Sehr schön. So. Ja, das stimmt. Erste. Ui, das sieht aber aus. Erste Runde. Tofu-Blätter mit Schrimp. Und frittierten Garnelen. Hervorragend. Halt! Was ist das denn gerade? Was esse ich denn gerade eigentlich? Das ist was, bitte? Mal irgendwie fragen, was ich da gerade esse. Ja, ist klar. So, der frittierte Wonton, Füllings von... Das Wonton ist des Krauses. Und der vegetarische Füllings von... Kommt da noch mehr? Fleisch und Gemüse. Hackfleisch mit Gemüse, Reisblätter, Glasnudeln, Schweinefleisch und Garnelen. Sojasauce und Chilisauce. Grünkohl und Pinkelwurst. Oh. Hühnerfüße. Oh, Rindermagen. Geschmorte Hühnerfüße. Und Schnittlauch. Dankeschön. Ah, Schnittlauch. Gerne. Vielen Dank. Sie müssen das schaffen wie morgen Sonnenschein, ja? Wir sind in Hamburg, da kannst du zwei so Laden hier essen. Aber ich probiere jetzt mal Hühnerfüße. Das sieht wirklich ekelhaft aus, muss ich offen gestehen. Sieht nicht gut aus. Wenn du nicht upeten darfst, gibt das morgen Schiedwetter. Wenn du nicht auf isst, gibt es morgen schlechtes Wetter. Und das ist falsch. Wieso? Auf Plattdeutsch heißt das, gibt das morgen Schiedwetter. Heißt das, wenn du heute nicht auf isst, gibt es morgen wieder Scheiße. Also den Schiedwetter. Wetter heißt nicht Wetter, sondern wieder. Ach was. Und die ganze Welt denkt, du musst aufessen, sonst gibt es schlechtes Wetter. Wie toll, aber das ist so richtig schön. Ich liebe diese Klugscheißer-Sachen. Das meine ich. Und das machst du dann aber auch so im das Privaten, liebe. Dass du dann... Ja, das liebe ich. Genau. Schön, no offense, aber das heißt eigentlich... Zweimal sitzen bleiben, aber auf Plattdeutsch dicke Hose. Sind die Krallen da noch drin? Das hat zu lange gedauert. Ich habe jetzt zu lange überlegt. Ja. Scheiße. Nee, die sind... Nein, ich glaube, die Krallen sind nicht drin. Und wenn, dann hoffe ich, dass das Huhn bei der Pediküre war. Ja, ist knusprig. Schön. Lecker. Komm. Der lebt noch. Essen Sie das? Wollen Sie was? Wir hätten noch was. Wie? Man nimmt es in den Mund. Ach, und dann irgendwann merkt man, weißt du, das muss nicht das so gerät. Die spuckt man dann aus. Ich habe die Kralle eben mitge... Ach so, ich habe Fingernägel gegessen quasi. Ja. Sorry, er hat sorry gesagt. Was ist mit den Schnäbeln? Was macht ihr? Da gibt es auch frittierte Schnäbel? Schön drauf. Ah, die sind raus. Lecker. Ah, interessant. Okay. Kauen und dann langsam ausspucken. Ah, okay. Das ist auch schön von der Ästhetik her so gemeinsam. Ja, aber das ist zum Beispiel, wir haben ja vorhin über Diversität gesprochen. Ja. Es gibt verschiedene Länder, man hat einfach andere Kulturen. Und ich finde es ja grundsätzlich gut, dass wenn man schon ein Tier tötet, dass man auch alles verwertet. Ich nehme trotzdem noch so eine vegetarische, gedämpfte. Lecker. So nehme ich im Mund und dann weißt du, ey, merkst du, weißt du, was geht rein, was muss raus sein? Das ist immer ganz gut, wenn man das unterscheiden kann. Glückskekse. Was bist du für ein Sternzeichen? Das haben wir noch gar nicht geklärt. Waage. Es nicht, mich nach meinem Sternzeichen zu fragen. Nein, Waage. Wie? Glaubst du etwa an sowas? Ach, du schon wieder. Ja. Oh, Schütze, wir müssen los. Das ist wirklich, also ich habe echt keinen Bock mehr. Na gut, so. Stier kalt oder warum hast du den Schal?
Sag mal, du eine. Du krebst dir aber auch immer rum, du. Ist ganz persönliche nicht so Frage. Bist du eigentlich Jungfrau? Na dann, auf Wiedersehen! Tschüss, auf Wiedersehen, schönen Feierabend. Ne? Ja. Das war sehr lecker. In Hamburg sagt man Tschüss. Das sagt man doch überall. Das heißt auf Wiedersehen. Nee, Tschüss ist Tschüss und auf Wiedersehen ist auf Wiedersehen. Naja, Tschüss kommt ja von den Franzosen hier. Adieu, adieu. Ach, wirklich? Adieu, adieu, ja, ja. Ah, doch, wusste ich, stimmt. Richtig, ich extra aus Afrika herkommen, dir das ja alles hier erklären, wie das hier so läuft, oder was? Ja. Ah, guck mal, hier ist es Weihnachten. Sag mal, was mit unseren Glückskeksen? Die machen wir jetzt im Licht im Weihnachtsmarkt auf. Alles klar. Ist vielleicht direkt vor der Box. Ich höre dich so schlecht, wir sind direkt vor der Box. Aber hier ist so laut, ne? Was? Ich höre dich nicht, hier ist so laut. Ja, ich bin schwerhörig. Das ist das erste Mal, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt bin dieses Jahr. Für mich ist das zweite Mal, ich war letzte Woche mit Kamios bei mir. Haben Sie einen Kinderpunsch? Oh. Vielen Dank. Ich wünsche mir tatsächlich... Was wünschst du dir? Ich wünsche mir wirklich, dass alle sich einfach mal ein bisschen locker machen, ein bisschen entspannen, netter miteinander und mit sich selber auch sind. Also das klingt ja so abgedroschen und so pathetisch, aber das ist das, die Erfahrung, die ich auch im Alltag mache. Wir haben ja doch alle immer so eine kurze Lunte jetzt mittlerweile. Ne? Ja, ich hab, also, dass ich eine kurze Lunte habe, ist ein Gerücht. Ich weiß nicht, wie sich das verbreiten konnte. Du solltest das jetzt nicht hier auf den Kies beziehen. Ach so. Da hast du eine Stange Dynamit. Kommen wir der Sache schon näher. Gib jedem Tag die Chance, der Schönste in deinem Leben zu sein. Die hat er gehabt heute, ne? Das war heute der schönste Tag in meinem Leben. Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden. Oh, das ist aber schon... Und ich habe hab ja eben gesagt, mit der kurzen Lunte, erinnerst du dich? Nein, daran erinnere ich mich nicht. Also das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, komm. Ja, das sind die eher... Alter! Meine große Freude. Ja, für mich auch. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Übrigens, unseren lieben Zuschauern der Kurzstrecke wünsche ich auch ein schönes Weihnachtsfest. Ja. Das ist unsere letzte Folge für dieses Jahr. Wir sagen einfach, hol die fuchtig. Was heißt das? Bleib feucht. Ich hatte nichts anderes vor. Tschüss, mein Lieber, danke. Bis bald. Alter. Hummel, Hummel. Also ernsthaft, da ist eine Hummel. Oh Gott, die stechen doch nicht, oder? Die sind im Winter ja so aggressiv. Wir können anfangen. Ist die Kamera auf dir, Jared? Hier, das wäre mir wichtig, hier so, dass die Kamera nur auf Jared ist. Hier so, da so. Nee, das ist zu wenig Screentime. Ich möchte doch, dass wir beide so sehen. So, ja. So, der P hat gesagt, ich soll mal ein bisschen kobern, ne? Bei uns auf St. Pauli, da kobern wir, ne? Wenn wir die Leute in die Läden reinholen wollen, dann sagen wir, komm mal rein, hier gibt es hier ein bisschen was zu gucken und so weiter. Deswegen sage ich, es gibt was zu gucken beim PR hier zu Hause. Ne? Kanal abonnieren und liken und natürlich auch schöne Kommentare, also Meinung runterschreiben. Natürlich nur die guten. Wenn ihr Scheißmeinung reinschreibt, dann weiß ich, wo ihr wohnt. Ich finde euch. Also, folgt ihm, du Döspaddel. Screen Time. Ach so.